So, und jetzt kommen wir wieder zu den Power Machines, nachdem viele von euch gewünscht haben, dass ich die anderen drei Modelle noch baue, nämlich hier Windmühle, Balance und Lunar Rover. In der Reihenfolge wäre es zuerst die Windmühle. Ich gehe das Heft einfach durch und zuerst kommt eben die Windmühle dran. Ich werde die nacheinander bauen, euch zeigen, wie die aussehen. Ich mache da jetzt keine riesen Zwischenschritte. Ich baue sie zusammen und dann führe ich sie einmal vor und damit ihr einfach seht, wie die Teile dann so aussehen. Das mache ich jetzt. Da hinten im Hintergrund seht ihr von Wange eine Villa, die habe ich auch gerade gebaut. Die kommt demnächst nochmal das Video. Nur mal so steht da noch rum. Ja, dann lege ich jetzt los mit der Windmühle. Vielleicht mache ich irgendwo eine Unterbrechung, weiß ich noch nicht. Aber erstmal habe ich das Ziel, die fertig zu bauen, um euch die fertigen drei Sachen dann nacheinander zu präsentieren. Dann bis gleich. So, Modell 1 ist fertig. Die Windmühle. Also wir haben noch ganz viele Teile übrig, wie ihr seht, das ist alles noch voll. Für die Windmühle wird kaum was verbraucht. Also hinten auch die Räder noch übrig und viele, viele Zahnräder. Also da ist kaum was verbraucht worden für die Windmühle. Wird wahrscheinlich bei den anderen Modellen auch so sein. Ja, sehr einfache Bauweise. Wir haben hier unten einen Fuß gebaut. Dann haben wir vier Verbinder gebaut, hoch. Und haben hier oben den Motor eingebaut. Der wird dann hier angetrieben. Hier geht eine Stange durch, rüber und überträgt sich auf das kleine Rad hier auf die Windmühle. Und dann können wir sie anschalten. Und sie dreht sich einfach. Macht sogar ein bisschen Wind. Aber ich glaube, wenn man sie andersrum dreht. Klein bisschen pustet sie sogar. Viel ist es nicht. Aber das ist die Windmühle. Ich finde es ganz witzig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, jetzt bauen wir als nächstes dieses Wagenteil. Mal sehen, was das eigentlich ist, frage ich mich. Ja, okay, dann baue ich das mal wieder ab. Jetzt kommt die Waage dran und dann bis gleich. So, das zweite Modell, die Waage ist fertig. Da ist der Motor nicht verbaut worden, ne, Leute? Und auch keine Batteriebox. Es ist einfach nur, ja, eine Waage mit ungefähr einem Viertel der Teile. Und sie ist noch nicht mal, manchmal ganz ausgewogen. Und ja, also ein Pseudo-Objekt, sag ich mal so. Mehr ist das nicht. Ich habe gesehen, dass beim letzten, bei dem Mondfahrzeug, bei dem Lunar, anscheinend auch der Motor nicht verbaut wurde. Was ich jetzt total komplett die Quatsch finde, weil, wenn man das Power Machine nennt, sozusagen, würde ich erwarten, dass bei allen vier Modellen der Motor verbaut wird. Aber machen wir jetzt das dritte Modell und dann können wir uns ja noch eine Meinung bilden. Okay, bis gleich. Yeah! Das dritte Modell ist fertig und das ist so geil. Das Luna-Modell, erkennt ihr es sofort wieder? Das ist Wahnsinn, oder? Als wenn man auf dem Mond wäre, wenn man das hier baut. Und warum Motor verwenden? Wir können auch ohne. Wir können auch ohne. Ja, super. Also guckt euch das an, das ist toll. Und das Geile, die geile Funktion ist, dieses wackelige Teil hier, guckt euch das an. Da unten kommt ein Zahnrad raus. Ne? Und wenn ich hier drehe, dann dreht sich das Rad so fast so auf jeden Fall. Ne? Und dadurch kann man fahren, ne? Weil man ja auf einer Seite dreht, ne? Funktioniert das richtig geil. Guckt euch das an. Ist das nicht geil? Also, ich bin jetzt mal wieder ziemlich begeistert. Also, super. Also, da haben die sich echt was einfallen lassen. Ich bringe ein Power-Machine-Set raus mit einer geilen Batteriebox und einem geilen Motor. Und dann baue ich erstmal so ein Set, da geht fast alles bei drauf, ne? So eine Domino-Maschine, die aber total instabil ist, ne? So grundsätzlich zwar eine gute Idee, aber instabil und sieht auch nicht toll aus. Und dann mache ich noch eine Windmühle, wo ich aber wirklich nur so ein Drittel der Teile verbrauche. Da packe ich den Motor rein, dann dreht sich die Windmühle. Geil. Und dann mache ich noch zwei weitere Modelle, weil ich denke so, ey, es klingt ja besser. Vier in ein, ey, cool. Vier in ein ist geil. Mache ich da einfach noch zwei Modelle dazu und sage hier meinem Designer, ey, zimmer mal hier was zusammen. Hier, Motor, was, bau nicht ein. Wir können ja dann 4:1 draufschreiben. Nehmen wir ganz ehrlich, Leute, was soll der Scheiß? Ich meine, das ist ein Power-Ding. Ne? Ich habe einen Motor und in zwei Modelle baue ich keinen Motor ein und mache dann hier so einen komischen Handantrieb, der auch noch einseitig nur ist.
Das als Lunar-Modell zu bezeichnen, ist ja nun wirklich auch ein bisschen bekloppt. Die Waage, ja, gut, aber ich meine, ihr guckt euch mal an, was hier an Teilen nicht verbraucht wurde für das dritte Modell, ne? Das ist hier alles noch voll. Also, nee, Alvanger, das war ein guter Versuch, ne? Aber das, was ihr da reingepackt habt, an Vorschlägen, was man da bauen könnte, ist jetzt nicht so richtig doll, muss ich sagen. Also da hätte ich mehr erwartet. Und ja. Ja, Leute, sagt mal, was meint ihr denn dazu? Schreibt mal unten in die Kommentare, wie ihr die weiteren drei Modelle und das erste Modell findet, also insgesamt das Set dann jetzt in der Zusammenfassung. Würde mich mal interessieren. Und über Daumen hoch, über einen Kommentar, wie gesagt, oder auch ein Abo würde ich mich tierisch freuen. Okay, bis dann und tschüss.